Eigentlich kommt es nur darauf an, dass die Adresse stimmt. Ich weiß nicht, was deine Probleme sind. Aber überlege mal, du hast ein Problem. Welche Adresse hat deine Lösung? Wo ist eine Lösung für dein Problem? Wenn du die Adresse kennst, kannst du dich dahin wenden. Nun gibt es Probleme, die Menschen grundsätzlich überfordern, zum Beispiel das Verstehen der Ewigkeitszusammenhänge. Das sind Glaubensfragen und da braucht man dann Gott. Gott aber hat eine Adresse. Jesus Christus ist die Adresse. Und Jesus lebt. Er ist auch die Adresse für alle anderen Probleme. Jesus löst die Probleme. Es gibt kein Problem, das Jesus nicht zu lösen vermag. Probleme, die Jesus nicht lösen kann, sind prinzipiell unlösbar. Warum sich mit Minderwertigem zufrieden geben? Warum sich mit Geistern abgeben, die nichts vermögen, letztendlich, weil sie nur Geschöpfe sind? Bevor etwas war, war Gott, und aus der göttlichen Einheit heraus, durch Jesus Christus, hat Gott alles geschaffen. Die Welten, die Himmel und die Erde, die Engelwelten, alles wurde durch Jesus Christus von Gott geschaffen. Warum irgendeiner geschöpflichen Adresse zugeneigt sein, wenn man dem Schöpfer direkt zugeneigt sein kann, der Hilfe hat in jedem Bereich? Jesus lebt. Du kannst dich an ihn wenden. Jetzt ist eine wunderbare Frühlingszeit, alles blüht. Wenn man durch die Natur läuft, dann kann man Gott nur danken für die wunderbare Welt, die er geschaffen hat und die ein Abglanz immer noch ist des Paradieses, wie es einstmals war, als es keine Sünde und noch keinen Tod gab. Und das wird wieder kommen. Das Paradies wird wieder kommen. Das Königreich Gottes wird wieder kommen. Und zwar bald. Das Ende der Zeit ist nahe. Woran erkennt man das? Nun, es gibt Prophezeiungen und die Prophezeiungen sind fast alle erfüllt. Nur noch ganz wenige der Prophezeiungen in der Bibel stehen aus. Fast alle sind sie erfüllt und daran kann man erkennen, das Ende der Zeit ist nahe. Am Ende der Zeit rettet nur Jesus. Jesus wurde Mensch, um die Sünde am Kreuz zu tragen. Seither können wir sie dorthin abgeben. Wir können frei werden. Wer Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt, wird frei von der Sünde. Aber viel mehr als das. Wer Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt, erhält den Heiligen Geist. Das ist Glaubenszuversicht im Herzen. Das ist die lebendige Adresse. So können wir uns von Herzen und nicht mit leeren Worten, Phrasen, Gedanken aus eigener Konstruktion an ihn wenden, sondern lebendig. Nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an und in dir wird entstehen lebendige Dankbarkeit, lebendige Zuwendung zu Gott. Problemlösung von Gott für dich wird dort entstehen. Jesus macht es. Jesus ist der Retter. Wenn du ihn als deinen Herrn und Retter annimmst, erhältst du den Heiligen Geist und mit dem Heiligen Geist erhältst du Gaben. Je nachdem, wie du die annimmst und umsetzt, wird dein Lebensweg fruchtbar. Am Ende geht es durch die Wand des Todes in das Totenreich Hades, Sheol genannt in den alten Schriften der Bibel, griechisch und hebräisch.
Und ganz am Ende der Zeit erschallt eine Posaune. Am letzten Tag stehen die Toten auf. Dann gehen sie in das Endgericht vor Gott. Dort hilft kein Engel, dort hilft keiner dieser Völkergötter, die sich als Götter verehren lassen. Ich will hier keine Namen nennen, weil ich diese Namen nicht mag. Nur einer hilft, und das ist der Name Jesus Christus. Glaube nicht fremden Göttern. Glaube nicht, dass Engel retten. Glaube an Jesus Christus, lass dich retten. Nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an. Dann macht er es, dann führt er dich ins Paradies. Dort sehen wir uns wieder. Dann werde ich mich freuen. Gottes Segen. Amen.